Die A2 bei Braunschweig. Hier ahndet die Autobahnpolizei Abstandsverstöße von Lkw mit einer speziellen Messvorrichtung. Marc Baumgarten und Florian Druwe ziehen die Fahrer raus, die den Mindestabstand eindeutig unterschreiten. So wie dieser Lkw aus Russland. Hallo, guten Tag. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Kleine Deutsch. Okay, super. Eine Kontrolle. Bitte mal die Dokumente. Bravo Jasti, Doswohl. Registration von Lkw und Trailer. Einmal komplett. Doswohl. Jawohl, danke. Passport und Lizenzia, Patente. Permis de conduire. Unser Messbeamter erstellt von den Bildern, die er gemacht hat, eine PDF-Datei. Die fügt er hier, sag ich mal, zusammen aus mehreren Bildausschnitten. Die liegt er übereinander und dann schickt er uns die per E-Mail auf das Tablet hier zu. Das Tablet wurde auch ausschließlich für diese Nutzung angeschafft von uns. So. Genau. Chef, Problem ist deine Distanz. Distanz zu Kollegen. Distanzprobleme? Distanzprobleme, zu wenig. Du musst 50 Meter und du kannst du hier gucken? Okay. Das ist deutlich weniger. Verstanden, ne? Okay. Problem. Ist Problem. Gibt ein kleines Mandat, müssen wir dann gucken. Kleines Mandat. Ja, wir müssen erst mal gucken. Kleine. Florian Druwe fällt ein weiteres Problem auf. Im Sichtfeld des Fahrers hängt zu viel Dekoration. Hier, die Wimpel. Weg. Weg, genau. Gerade wenn man sich halt hier unten vorm Fahrzeug bewegt, die haben zwar einen Anfahrspiegel, mit dem man theoretisch gesehen werden kann, aber es ist immer schlecht, je weniger Sicht man nach vorne hat, gerade bei den Fahrzeugen. Und ein Unfall mit Personen und LKWs ist schon, da passiert sehr viel. Der russische Fahrer muss umdekorieren. Marc Baumgarten und seine Kollegen werten so lange seine Fahrerkarte aus. Chef, komm mal her. Ich hoffe, das kann man jetzt hier irgendwie sehen, einigermaßen gut. Ich hoffe, das mal. Ins Dunkle. Ja, vielleicht so. Das ist Speed. So ist gut. Speed von deinem Auto, von deinem Truck. Speed, Geschwindigkeit. Ne? 80 darfst du? Ah, Kilometer. Wie viel Euro? Ja, rund Rückenwind, aber 80. Dreimal. Drei. Zu viel. Ja. Pass auf, Problem Distanz haben wir dir schon gesagt. Ne? Distanz sind 185 Euro. Oh, Katastrophe. Ja, Speed? 70 Euro, 255 Euro. Dann nehmen wir Kreditkarte, wenn du die nicht dabei hast. Ja, Kreditkarte. Cash oder Kreditkarte? Für Speed und Distanz, beides zusammen. Distanz. Speed haben wir dir gerade gezeigt, das ist da. Das kommt da. Das hier ist Distanz und das ist Speed. Ja, ist egal, 80 ist für dich. Ob nur runter oder hoch. Mit Wind von vorne oder von hinten, das ist egal. Hast du Kreditkarte, die Chef aufladen kann? Karte, Office, Checker. Das ist zu wenig. Ja, was machen wir jetzt? Russia. Russia, wie viele Ile Russia hast du? Russia, wie viele? Russia, da haben wir kleine. Schreib mal auf. Eine Begeisterung sieht anders aus, das stimmt. Gut, er argumentiert, dass er bergab gefahren ist. Dann hat er aber auch seine Geschwindigkeit dann so gesehen auch anzupassen. Das ist genauso wie mit Windverhältnissen. Wenn die, sag ich mal, Rückenwind haben und dadurch schneller werden, muss er sich trotzdem an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten halten. Und das ist für ihn nun mal 80 km/h. 160? Boah. 160 ist doch schon mal besser als nichts. 160 Euro hat er, oder was? Okay, dann nehmen wir 160 Euro. Der Rest kommt dann per Post. Okay. Dann kriege ich hier eine Signatur. Schreiben. Du kriegst Kopie von dem Protokoll, okay? Protokoll. Kriegst du Kopie, gleich hier. Okay. Dann wollten wir 255 Euro. 160 Euro haben wir bekommen. Okay. Dovizenja, kannst fahren, genau. Bitte. Marc Baumgarten hofft, dass die hohen Geldstrafen den Abstandssündern eine Lehre sind.
leider muss man sagen, haben wir immer noch diese schweren Unfälle aufgrund verkürzter Abstände. Und das, denke ich mal, regt die Leute, wenn sie das sehen, am meisten irgendwie zum Denken an, weil es natürlich um ihr Leben geht. Und wenn die Lkw-Fahrer für sich einfach nur wenige Meter vor einer fahrenden Wand herfahren, können sie auch gar nicht sehen, was vor ihnen sich abspielt im Verkehrsraum. Die A2 bei Braunschweig gilt als Unfallstrecke. Mit mehr als 77.000 Fahrzeugen pro Tag ist sie sehr stark befahren. Regelmäßige Kontrollen sind notwendig. 34,45. Kommen. Mit der Zeit 12.36 Uhr. Sattelzug in weiß. Der Auflieger ist auch weiß, Vorsatz. Guten Tag, Verkehrskontrolle. Sprechen Sie Deutsch? Okay, open. Frau Jasti, Dorwort, ob Sie bist, Registratia, CMR, Lizenzia. Also hier kann man schon mal im Groben erkennen, wie viele Meter das ungefähr sind. Die Leitlinien bei der Autobahn, die sind 6 Meter lang und die Zwischenräume betragen 12 Meter. Die Länge. Also zusammen hat man praktisch eine Leitlinie mit Zwischenraum 18 Meter. Und da hatte man schon ungefähr den Anhalt, wie viel das dann ist. Der Kollege über Funk meinte zu uns, es wären ca. 23 Meter. Und das ist natürlich bei vorgeschriebenen 50 Metern deutlich zu wenig. Die beiden kontrollieren außerdem die Fahrerkarte. Die zeigt die Lenk- und Ruhezeiten an und auch, wie schnell der LKW unterwegs war. No received. Karte. No received. Karte. Okay, einmal runterkommen bitte. Distanz zum Vordermann. Danke. Ich schlage einfach wieder. Hier ist dein Kennzeichen. Na, hier mal. Na, 50 Meter. 50. Und du? Nee, nicht Euro, Meter. Musst du Distanz. Ja, und du hast circa 23. Zu wenig. Ja. Kommt gleich noch ein kleines Mandat. Müssen wir gleich mal gucken, was dein Tacho noch sagt. Ob du Pause okay oder müssen wir gleich mal gucken. Ne, machen wir gleich noch einen Tacho-Check und dann gucken wir mal. Ja, das ist gut. 100. Auch. Da hast du Bremse. Zu viel, viel zu viel. Danke. Mandat. Kreditkarte, Master, Visa. Okay? Okay. Eine Karte, ja? Ich hol's. Dann hol ich Telekom. Ja. Ach, Kollege bezahlt für dich. Ja. Oh, das ist ja. Da müsst ihr mal mitkommen. Komm her. Die Strafe 250 Euro. Der hat's ja auch gut, sein Kollege bezahlt für ihn. So, dann haben wir einmal mit Karte, ja? Die sind zu zweit gefahren, hintereinander, und das wird dann dieselbe Firma sein. Und genau. So, einmal die Karte bitte. Ja, nee. Okay. Kontaktlos haben wir noch nicht. Lock geht auch, aber so. Ist gut? Okay. This is for you. You received. You also get the protocol and a copy of the protocol from the colleague. Okay, just a moment. Okay. Gucken. Okay. Okay. So, Tanja. Die Männer dürfen weiter. Und auch Marc Baumgarten und Florian Druwe sind bereit für die nächste Kontrolle.